Wir sind so. Und wir sind live. Ja, herzlich willkommen zum Feldzug-Podcast, Live-Debatte mit Erik Ahrens und Daniel Fiss. Erik Ahrens vom Konfliktmagazin und Daniel Fiss vom Feldzug-Blog. Wie schon bereits angekündigt, das heutige Thema The Republic und Bild TV, Chance für die neue Rechte oder doch eher Risiko. Es ist jetzt heute hier der erste Feldzug Live-Debatten-Podcast. Wir haben ja schon vor ein paar Monaten, Wochen angefangen mit einem Gast aus der AfD, Marie-Therese Kaiser, hier ein Format zu starten. Werden das jetzt auch in Zukunft ein bisschen weiter von der ganzen Blog-Thematik, den Schrifttexten, ein wenig in die Ebene der medialen Welt begeben und dort darüber dann halt auch weitere Themen hier auch mit Gästen besprechen, die zu unterschiedlichsten Bereichen der rechten Strategiebildung, der konservativen Strategiebildung, Taktik, Campaigning und auch aus dem Parteiumfeld der AfD natürlich hier einiges beizutragen haben. Zum heutigen Thema wurde ja bereits schon einiges ausgeführt. Der Anlass dürfte manchen Zuschauern ja auch bereits bekannt sein. The Republic und Bild TV, Chance oder Risiko für das rechte Milieu. Auslöser war von unserer Seite aus eher ein Twitter-Beitrag gewesen. Wie sollte sich das rechte Lager dazu verhalten? Und vor allem war das auch verknüpft an eine kleine Manöverkritik, wie halt unterschiedliche Lager, The Republic oder Bild TV und alles, was halt so verschwimmt in diesen klassischen, was man gemeinhin als liberal-konservatives Lager bezeichnet, ob das jetzt nun auch weitergedacht ist, wie zum Beispiel vereinzelte Beiträge im Cicero, ein politisches Meinungsmagazin, der NZZ, einer Schweizer Tageszeitung und dann eben die beiden großen neuen Plattformen, die sich jetzt hier gebildet haben, vor allem auch im multimedialen Bereich, Bild TV und The Republic. Wie ist das Ganze zu bewerten und einzuordnen? Und wir haben dazu ja beim Feldzug-Blog eher eine Stellung bezogen, die versuchte, diese Plattform, diese Zeitungen und auch diese medialen Erzeugnisse etwas optimistischer zu beleuchten und hierin weniger ein Risiko zu sehen und auch in Bezug darauf, dass ja jetzt die große Gefahr skizziert wird, dass die CDU nach ihrer großen Wahlschlappe zur Bundestagswahl deutlich konservativer werden würde, um halt in dieser Oppositionsrolle überhaupt noch ein Profil zu haben, dass wir das eher als kritisch betrachten. Allerdings ist das natürlich auch die große Metafrage, die in diesem ganzen Komplex natürlich beinhaltet ist und eigentlich vielleicht sogar nicht die Meta, sondern die Hauptfrage, wie sollte sich die AfD in einer möglichen konservativeren Profilierung der CDU verhalten? Und die andere Frage, die sich daran anknüpft, kann die CDU überhaupt noch ein derartiges konservatives Profil entwickeln? Und jetzt habe ich jetzt schon wieder sehr, sehr lange monologisiert und habe unseren Gast, den ihr natürlich alle hier schon seht, Erik Ahrens vom Konfliktmagazin, noch gar nicht vorgestellt. Viele mögen ihn wahrscheinlich kennen. Vielleicht kann er sich gleich nochmal kurz selbst vorstellen. Und ich möchte das auch gleich, weil ich jetzt auch viel zum Thema schon eingeleitet habe, vielleicht ihn gleich darum bitten, mal so in kurz ein, zwei Minuten seine Position dazu skizzieren und inwieweit da auch vielleicht der Dissens zur Vorstellung und zur Positionierung des Feldzug-Blogs vorhanden ist. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal kurz zu mir, Erik Ahrens vom Konfliktmagazin. Wir podcasten ja auch. Ich freue mich mal, zu Gast sein zu dürfen und nicht diese ganze Anmoderation und alles leisten zu müssen. Deswegen überhaupt kein Problem, dass du dir da ein bisschen Zeit für genommen hast. Zum Thema direkt. Ja, du hast jetzt ja schon viele Sachen angeschnitten. Ich meine, da hätte man jetzt sozusagen, wollte ich nicht machen, aber man hätte jetzt ja an jeder Stelle schon so den Finger heben können und sagen, ja, ich habe hier eine Anmerkung oder ich sehe das auch so oder sehe das in dem Punkt halt vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, zwei Sachen sind grundsätzlich wichtig. Die erste ist, dass
ob die CDU sich jetzt als konservative Opposition positionieren wird oder ob sie als zentristisch, ja, links blinkende, ja, weiß nicht, Mitmacher-Opposition bestehen wird oder ob sie auseinanderfällt, ja. Ich glaube, das können wir noch nicht absagen, aber was wir sagen können, sind, es gibt Flügelkämpfe, offenbar. Ja, also es gibt in der Union jetzt eine Polarisierung. Ich glaube, sowas wie jetzt, was wir gesehen haben, The Republic, was ja meines Wissens nach von eben ja, rechten CDUlern geteilt und beworben wurde, zum Beispiel Hans-Georg Maaßen auf Twitter. Ich glaube, auch Friedrich Merz, weiß ich gar nicht genau, ist eindeutig sozusagen, geht eindeutig in die bestimmte Richtung, also sozusagen ist der rechte Rand der CDU. Und die Gegenreaktion aus der CDU selber habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Das wäre vielleicht interessant, wenn du da mehr Infos zu hast oder wenn auch nicht, dann sollten wir uns auf jeden Fall das in Zukunft mal genauer angucken, wie jetzt in der CDU da dieser oder in der Union, also auch in der CSU, da diese interne Polarisierung abläuft und wie sich das dann eben auch festmacht an solchen Medienprojekten. Und zu dem Medienprojekt an sich, ich meine, da werden wir ja gleich in der nächsten Stunde einiges drüber sagen. Aber ich würde schon mal ganz an den Anfang setzen, dass ich, also es bringt ja sozusagen nichts, jetzt erstmal mit dem Finger darauf zu zeigen und zu sagen, ja, ich finde das scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob wir das im Stream sagen können, aber ja, geht schon. Oder ja, ich finde das super. Wir müssen nichts monetarisieren. Also wie ich das jetzt persönlich dann finde, ist ja relativ irrelevant. Ob ich jetzt sage, die sind mir zu sehr in diese Richtung oder zu sehr in diese Richtung. Ich sehe, dass Sie zum Beispiel und Bild TV ist eigentlich ein bisschen anderer, nochmal ein anderer Punkt, aber Sie fischen ja schon im selben Lager. Ich sehe, dass da sozusagen medial ein bisschen versucht wird, rechtere Töne anklingen zu lassen. Auch Dinge, die teilweise schon im Vorfeld angelaufen sind. Wir hatten uns ja auch schon unterhalten über dieser grüner Mist-Kampagne und ich finde, das passt da irgendwie rein, so als der nächste Schritt. Und ich sehe im Wesentlichen hier eigentlich erstmal neutral betrachtet eine gewisse Modernisierung des Medienwesens rechts der Mitte in Deutschland, weil eben sehr lange Zeit offenbar auch in der CDU man immer noch gedacht hat, ja, irgendwie, wir werden ja auch repräsentiert in den öffentlich-rechtlichen und in den existierenden privaten Medien, aber eben festgestellt hat auch dort, oder Teile eben auch dort festgestellt haben, nee, das findet nicht statt und man muss sozusagen dezentral irgendwie jetzt eigene Medienprojekte aufbauen. Also man braucht so eine Art Parteivorfeld. Und das sehe ich sozusagen da als Entwicklung hin. Und in einigen Aspekten erinnert es mich halt sehr an amerikanische Phänomene, da können wir auch erst später noch reden. Also so Billboard-Kampagnen wie Grüner Mist, wobei die ja jetzt nicht direkt von der CDU kam, aber es ist eben in dieser Richtung. Oder sowas wie jetzt The Republic, was ja schon mit seinem englischen Namen und seiner Aufmachung sich eindeutig, habe ich Beispiele mitgebracht, sich also an amerikanischen Vorbildern zu orientieren scheint, glaube ich, dass man da einfach eine Modernisierung anstrebt. Und diese Modernisierung, die beinhaltet, dass man reißerischer ist, dass man auch ein bisschen mehr polarisiert und dass man eben auch ja diesen eigentlich bundesrepublikanischen Einheitskorridor sozusagen einfach aufsprengt durch Sensationalismus ein bisschen. Also da ist ja auf The Republic zum Beispiel auch alles in Druckbuchstaben groß, das ist bunt, das sticht, springt ins Auge, also es geht nach vorne. Ja. Und diese Art von politischem Auftreten ist rechts der Mitte in den USA, glaube ich, seit Fox News existiert, sozusagen ganz üblich. Und das setzt sich jetzt halt auch einfach in Deutschland durch. Und da spielen AfD und ihr Vorfeld eine Rolle. Und da spielt jetzt eben auch das neue CDU-Vorfeld mit. So würde ich das sehen. Ja, naja, also wenn man sich die Webseite The Republic überhaupt erstmal anschaut, muss ich sagen, ich finde es relativ billig gemacht. Also gerade auch aus dem Blickwinkel eines Web- bzw. UX-Designers ist die Seite ja solide, ja, gar keine Frage. Es ist jetzt auch nicht irgendein völlig billiges WordPress-Template, also da hat durchaus schon mal ein Entwickler dran gesessen, ist auch mit einem ganz bestimmten CMS irgendwie programmiert worden und also die Seite wirkt erstmal solide und ist zumindest von den Social Media Kacheln, die da im Vorfeld auch schon rausgehauen wurden, ja, das ist halt klassisch angelehnt an so eine moderne, jugendlichere Erscheinung, die da irgendwie aufgebaut wird, aber auf der anderen Seite aber auch schon sehr, 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 sehr stumpf irgendwie gemacht, ne? Also es geht da schon wirklich in diese US-amerikanische Richtung, wie du auch schon sagst, Fox News, Turning Point USA und so weiter, die sehr stark auf dieses, ich kann ja mal den
das, was du hier deinen Stream mal hinzufügen. Also das ist halt im Grunde genommen wirklich ein Standard-Block-Template. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie besonders innovativ ist oder so, oder und wirkt halt auch in der Hinsicht echt nicht. Also es wurden ja irgendwie 200.000 Euro in die Hand genommen für dieses Projekt, 8 feste Mitarbeiter, und dafür war das jetzt in den ersten Tagen doch der Hype relativ gering. Also man muss das jetzt auch mal so ein bisschen aus der Twitter-Bubble herauskommen, wo das Projekt ja auch sehr viel Kritik von links und so bekommen hat. In der Form war das doch recht überschaubar gewesen. Wir reden ja aber im Endeffekt ja nicht nur über rein The Republic, sondern über das große allgemeine Phänomen. Da gehört, deswegen war ja auch im Titel so bei uns ein bisschen mit drin, Bild TV zum Beispiel, ja, die ja eigentlich so diesen noch viel stärkeren Mainstream eigentlich abbilden und ja auch nicht unmittelbar an irgendein Parteispektrum oder so gebunden sind. Und einer schreibt auch, sieht aus wie Arkadi in weniger frisch. Ja, das Arkadi-Magazin gibt es leider nicht mehr, aber tatsächlich sieht das fast genauso aus wie das damalige Arkadi-Block-Template. Also wer das vielleicht noch kennen mag. Ansonsten, erzähl einfach. Also an dieser Stelle, ich meine, absolut, gut, dass er es auch entdeckt hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran mich das erinnert, aber ja, es sieht wirklich aus wie Arkadi. Ich kenne aber aus dem amerikanischen Bereich noch was, was ich glaube, hier noch stärker eingeflossen ist. Jemand anders schreibt auch Fritz-Feed oder Flink-Feed. Also das muss man ihnen ja zugutehalten, dass sie hier nicht versucht haben, CDU-Buzzfeed aufzubauen oder CDU-Hubhouse, sondern sie wollen hier auch offenbar sozusagen Formate, Kolumnen, also starke Personen in den Vordergrund rücken. Also da haben sie ja immer diese Caroline Bosbach, die ja anscheinend... Das ist die Tochter von Wolfgang Bosbach. Ja, genau. Und dann hier das schwarze Brett mit Katharina Schwarz. Also es ist alles ausgesprochen kreativ. Und es sind ja auch hübsche Damen sozusagen, die einen hier dann mit Informationen und Content irgendwie versorgen. Dann Generation Z unzensiert. Da kommen wir gleich noch dazu, was ich da damit assoziiere. Und dann hier also dieses typische, also alle Kolumnen lesen. Das wirkt auf mich auch ein bisschen traurig, dass sie also wirklich versuchen, so, du hast es selber gesagt, es macht nicht so wirklich die Welle, die es, glaube ich, seinem Anspruch nach hat. Ich glaube nicht, dass jetzt wirklich richtig viele junge Leute sich hiervon so krass angesprochen fühlen, dass sie hier unbedingt alle Kolumnen und den Bosbach-Report lesen möchten. Zumal, wenn wir dann hier uns eben angucken, und darauf will ich hinaus, was hier eigentlich stattfindet. Kramp-Karrenbauer. Positives Feedback auf neue Union-Truppe, EU-Truppe, Union-Truppe. Junge Union auf Deutschlandtag. Union rüstet sich zur Opposition. Ampel in sich. Also, abgesehen jetzt mal von der, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche guckt, ist das doch hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lame. Ja? Krawalligen Aktivisten den Geldhahn zudrehen ist 1:1 das, was der RCDS. Krawallig ist auch so ein schlimmer Begriff. Also, was ist das hier? Also, wenn Sie sagen würden, also ich weiß nicht, ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der ein Problem hat mit was auch, was ist das hier? Ich weiß gar nicht, was das da ist. Das ist Greenpeace, also eine Aktion zum Fußball-EM gewesen, wo ein Greenpeace-Aktivist ins Stadion geflogen ist und dabei auch eine Frau schwer verletzt hat sogar. Das ist natürlich, das ist nicht nur tragisch, sondern es ist von seiner Seite verantwortungslos, und ich glaube, Greenpeace ist auch, glaube ich, bekannt dafür, relativ verantwortungslose Aktionen zu machen. Unabhängig davon, von dieser konkreten Einzelsituation, habe ich den Eindruck, dass die allermeisten konservativen Rechten in Deutschland ein wesentlich größeres Problem haben mit der Antifa und mit dem Linksterrorismus, der tatsächlich stattfindet, als mit solchen vereinzelten Greenpeace-Aktionen, die irgendwie mal ein Fußballspiel, dass da jetzt eine Frau in dem Fall schwer verletzt wurde, ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, aber auch das qualifiziert es meiner Meinung nach nicht dazu, so zu tun, als wäre das große Problem in Deutschland, die krawalligen Greenpeace-Aktivisten. So, ich glaube, das große Problem in Deutschland, wenn man wirklich konservative Opposition auch machen will, und was man darunter verstehen kann, können wir dann auch gleich noch anschneiden. Aber das sind Antifaschisten, das ist Linksterror. Und weißt du, was ich meine? Also es wird hier sozusagen für mich doch sehr, es ist eine sehr dünne, irgendwie rechtspopulistische Decke, die hier gefahren wird, oder Genderwahnsinn, entschieden bekämpfen, jetzt mitmachen. Also das ist genau. Aber
Aber jetzt kommen wir da vielleicht langsam dann auch in unseren Dissens, nachdem wir 15 Minuten erstmal das so ein bisschen besprochen haben und vielleicht auch so mein Gegenargument. Das Ding ist, welche Erwartungshaltung verknüpft man denn an so einem Portal? Also natürlich wissen wir, und da brauchen wir auch gar nicht weit unter die Oberfläche schauen, wenn man sich allein die Artikelauswahl ansieht, ist das eine CDU-Propaganda-Plattform. Da brauchen wir uns gar keine Illusionen in irgendeiner Form machen. Und alle wissen halt auch, dass diese Plattform jetzt irgendwie entstanden ist. Also laut unseren Recherchen wurde das schon im August letzten Jahres als GmbH wohl eingetragen und gab auch schon erste Treffen dort auch. Also ich meine, so einen 200.000 Euro Investkapital mit 8 Mitarbeitern und Büros aufzubauen, das macht man eben nicht mal eben in einem Monat nach einer Bundestagswahl, sondern das war wahrscheinlich den Machern dieser Seite schon klar gewesen, als die Union in den Umfragen einfach nach unten gesackt ist und sich auch abgezeichnet hat, dass Laschet hier ein schwacher Kandidat ist, mit dem man die Bundestagswahl definitiv verlieren wird. Und die suchen jetzt in diesen Machtvakuumen innerhalb der CDU irgendwie die konservative Flanke doch noch irgendwie zu schließen. Und es kommt ja immer darauf an, mit was für einer Erwartungshaltung man da rangeht. Und wenn... Das sind ja eben nun mal die Themen irgendwie, also krawalliger Aktivismus, ja, das ist halt irgendwie so das, was das klassische konservative CDU-Klientel irgendwie triggern soll oder auch Gender Mainstreaming. Das sind irgendwie so diese sanften Einstiegstöne, die halt ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Zielgruppe massieren sollen und sie dann auch in einer gewissen Hinsicht irgendwie erweitert von möglicherweise AfD oder so abgeholt werden kann. Natürlich wollen diese Leute bei The Republic nicht darüber hinausgehen, dass sie zum Beispiel auch kritische Themen wie den Bevölkerungsaustausch oder sowas in der Form irgendwie ansprechen oder die Migrationsfrage auch in ihrer ganzen ethnokulturellen Dimension etc., sondern es geht in erster Linie darum, irgendwie eine bestimmte Denkart innerhalb der Deutschen, die halt schon irgendwie verankert ist, diesen einen Resonanzraum zu verschaffen, in dem halt die Leute einfach eine Bestätigung auch erhalten von ihren Positionen, ihren Denken, was sie so oder so haben. Und da glaube ich eben, braucht man sich keine Illusion machen, dass, also natürlich kann man das irgendwie kritisieren, dass halt hier Greenpeace attackiert wird und nicht das eigentliche Problem, dass es tatsächlich linksextreme Strukturen gibt, die noch viel tiefer greifen und viel gewalttätiger agieren als Greenpeace. Aber das ist nun mal visuell auch für die Leute sofort fassbar. Ja, jeder kennt dieses Bild von diesem Aktivisten, der da in das Fußball-EM-Stadion hineingeflogen ist, eine Frau schwer verletzt hat dabei und so. Und das ist halt für die Leute auf der Agitationsebene erst einmal direkt greifbar. Und das ist eben auch das Entscheidende, was ich kritisiert habe in den Twitter-Strängen. Es geht bei solchen Projekten nicht darum, irgendein politisch-ästhetisches Bild oder so zu erwarten oder irgendwie die Botschafter dieses Diskurses zu attackieren, sondern es geht darum, dass man von unserer Seite aus nüchtern diesen Diskursraum erst einmal vermisst, analysiert und daraus dann eben politisches Organisationskapital aufbaut. Ich verstehe, was du meinst. Also soweit sind wir da gar nicht voneinander entfernt. Erstmal würde ich wirklich sagen, ich musste gerade ein Spinnentier, was ich hier in mein Streaming-Studio eingeschlossen hatte, beseitigen mit der bloßen Hand. Ja, also ja. Der Struggle is real. Nein, ich würde dir auf vielen Ebenen eben ja tatsächlich recht geben, aber doch einiges auch unter einem anderen Gesichtspunkt sehen erstmal. Und zwar, dass das hier nicht authentisch ist, dass das eben mit anscheinend ja mehreren Mitarbeitern und 200.000 Euro oder wie viel auch immer. Im Englischen sagt man dazu, etwas ist astroturfed, wenn es so tut, wenn es so aussieht, als kommt es aus einer Basis heraus, aber es kommt sozusagen von oben. Also turf heißt sozusagen der Boden und astro ist sozusagen der Stern und es ist halt astroturfed, also es sieht aus, als kommt es vom Boden, aber es ist eigentlich von oben runter gerieselt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie stark jetzt hier sozusagen dieser Mitmachaspekt sein soll, aber man soll sich hier schon, weil da sind so Artikel wie, wir sind nicht alle links, junge Leute, habe ich jetzt gesehen. Und es soll schon ja eben an junge
Konservative sozusagen appellieren. Das tut es ja auch. Und du hast ja, oder vielleicht, ob es das nun wirklich tut oder nicht, vielleicht ist es auch ein Flop-Projekt am Ende, kann auch sein, aber es könnte es zumindest tun. Da gebe ich dir ja komplett recht, dass eben viele, viele erstmal wahrscheinlich, die jetzt nicht sozusagen so sich so sehr intensiv mit den Dingen beschäftigen wie wir, dass für viele wahrscheinlich tatsächlich dieser Greenpeace-Lander in diesem Stadion, das scheint ja sozusagen groß durch die Medien gegangen zu sein und scheint dann ja auch viele Leute wirklich irgendwie für viele symbolisch da zu sein. Die Frage ist nur, also ich würde auch erstmal sagen, wir sind, wenn ich wirklich konservativ bin, wenn ich wirklich etwas bewahren will, dann muss ich eben das Thema Antifa-Terror, weil der Antifa-Terror zerstört sozusagen jede authentische konservative Bewegung oder versucht es zumindest. Also dieses Thema muss ich auf die Karte setzen. Wenn ich wirklich etwas bewahren will, dann muss ich das Thema Massenmigration, das tun sie auch teilweise, auf die Karte setzen. Dann muss ich aber auch, um aktiv was dagegen zu tun, doch wirklich auch gucken, wer tut denn was dagegen und nicht einfach nur ja darüber reden. Und ich glaube, dass das, was du sagst, sozusagen, ja, das bringt diese Themen auf eine Landkarte, aber es entpolitisiert sie auf eine gewisse Art und Weise auch wieder, weil es werden hier natürlich niemals diejenigen politischen Kräfte, vielleicht auch diejenigen aktivistischen Kräfte, die sich ganz stark gegen Massenmigration positionieren, die werden hier, glaube ich, keine Bühne finden. Die werden hier nicht Platz finden. Müssen sie das denn? Ja, naja, gut, ich fände es natürlich gut, wenn sie es täten. Was ich erstmal nur sagen will, ist, dass es halt inauthentisch ist aus diesem Grund. Also es ist auf mehreren Ebenen inauthentisch. Es gibt sozusagen auch nur vor, deswegen tatsächlich konservativ zu sein. Weil wenn es das wirklich wäre, in einer substanziellen Bedeutung des Wortes, dann müsste es ja auch wirklich aktiv etwas konservieren, etwas bewahren, zum Beispiel die nationale Identität oder die ethnokulturelle Identität oder Europa, wie es sozusagen über Jahrhunderte gewachsen ist, oder die klassische Familie. Und davon ist hier auch immer so ein bisschen die Rede, aber es wird natürlich nicht, also es passiert nicht. Und das ist sozusagen das Inauthentische daran. Und dann, natürlich kannst du sagen, ja, aber sie schreiben das so ein bisschen, bringen das auf die Landkarte. Ich glaube aber, sie bringen es halt so auf die Landkarte, dass es ablenkt von denen, die wirklich etwas dagegen tun oder die wirklich eigentlich was dafür tun, die wirklich Konservative sind. Ja, aber dann ist es ja die Aufgabe der Leute, die halt wirklich konservativ, rechts oder patriotisch sind, hier einen entsprechenden Organisationsgrad auch zu entwickeln, um diese Themen dann eben aufzugreifen. Also ich sehe halt so eine Phänomene wie The Republic, Bild TV, Cicero oder sonst was. Ich sehe die nicht irgendwie als zugehörig in unserer strategischen Mechanik, die Rechte irgendwo hat. Aber sie sehen so aus, als wären sie es oder könnten sie es sein. Und das ist das Ding. Sie tun so, als wären sie rechts oder konservativ, aber in Wirklichkeit nehmen sie Momentum raus. Weil das nämlich ein Auffangbecken hier ist für Leute, die dann denken, ich habe ja schon, ich lese ja schon The Republic, ich mache ja schon was gegen den Krawallaktivismus. Aber die Leute, die wirklich was dagegen tun oder zumindest politisch dagegen vorgehen wollen, die stehen dahinter und werden davon letztlich auch verdeckt. Und das sind ja auch Gatekeeper am Ende des Tages. Also bei Turning Point USA, dem Vorbild von dieser Bewegung, die jetzt hier kreiert werden, so AstroTurf, sagt übrigens, merkt jemand, ein freundlicher Kommentator an, ist eine Marke Kunstrasen. Also klar, es wird eine Graswurzelbewegung künstlich sozusagen simuliert. Und hier wird also in gewisser Weise rechte Opposition künstlich simuliert. Und dass es eben künstlich simuliert wird, führt halt dazu, dass das, was dahinter steht, dann nicht mehr gesehen wird. Also ich glaube, das ist schon auf eine gewisse, auch wenn das nicht die Absicht unbedingt davon ist, aber es ist ja letztlich doch die Absicht, AfD-Wähler wieder zur CDU zu bringen. Also was es dienen soll, ist, konservative Rechte dazu zu bringen, nicht konservative, nicht rechte Parteien zu wählen. Junge Konservative einzulullen in der Vorstellung, da gibt es eh schon welche, die was tun, wir müssen das nur unterstützen, sodass sie nicht auf die kommen, die tatsächlich etwas tun und deswegen aber auch eben mit der mit dem sozialen Outing bis hin zum sozialen Tod, mit Antifa-Terror, mit staatlichen Repressionen, die teilweise arg unberechtigt sind und all sowas leben müssen, weil das ist unbequem. Und The Republic lesen, wenn es denn nun erfolgreich wird, das kann sein, kann auch nicht sein, Turning Point USA in den USA, blinkt in diese Richtung, macht es aber den Leuten bequem und entpolitisiert sie dadurch letztlich.
Vielleicht kannst du nachher noch mal kurz auch von meiner Seite aus die Nachfrage, weil ich mich auch erst vor kurzem mit diesem Turning Point USA-Phänomen so ein bisschen beschäftigt habe und mir noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung das jetzt gehen soll oder inwieweit das jetzt irgendwie schädlich für das Rechtskonservative, also wirklich echte Rechte, sagt ja immer Christian Illner. Ich sehe das, also man muss sich ja jetzt, wie gesagt, nur auf der Seite ein bisschen umschauen und sieht ja dann eben ganz klar, wohin die Reise geht. Und genauso sind ja auch Sender wie Bild TV und etc. aufgebaut, die in erster Linie versuchen, konservatives Wählerpotenzial, was die letzten Jahre irgendwie zur AfD abgewandert ist, dass dieses wieder in die klassischen CDU-Kanäle, FDP-Kanäle hinein transformiert wird. Unabhängig auch davon, ob die FDP jetzt sowieso eine Partei ist, die weitestgehend auf in ihrer jungen Wählerschaft, als aber auch in ihrer Peripherie an jungen Leuten, die sich da organisieren und mittelfristig auch in das Zentrum einen gewissen noch stärkeren Linksliberalismus in diese Partei hineinbringen will, davon alles unabhängig. Das ist ja völlig klar, dass diese Projekte eine ganz klare Funktion haben, ob sie diese nun bewusst ausfüllen oder nicht, CDU-Wählerschaft zu erhöhen und konservative CDU-Wähler eventuell zurückzugewinnen, ob sie nun sich aus Frustration jetzt irgendwie zur AfD oder ins Nichtwählerlager gebracht haben. Entscheidend ist aber, ob dieser Plan aufgeht. Und diese Frage wird ja nicht gestellt. Also inwieweit man auch das taktische und das strategische Momentum für die AfD nutzen kann, und dies halt auch irgendwie als Erweiterung der Legitimationsräume sehen kann, ohne dabei lediglich immer so diese Folie raufzulegen auf diese Projekte, dass die ja eigentlich CDU gesteuert sind. Weil es geht am Ende zentral ja darum, welche Themen werden damit angeschnitten. Und es sind nun mal die entscheidenden, also was heißt entscheidend? Es sind einfach die AfD-Themen, die halt aber auch den Normalbürger ansprechen. Und ich kann es, anekdotische Evidenz, wir sind davon eigentlich keine Freunde, ich kann aber tatsächlich mit jemandem auch aus dem eigenen Bekanntenumfeld ihn trotzdem von einer AfD-Wahl überzeugen, auch wenn er eigentlich sein Lesehorizont lediglich bei Klaus Kelle von der Werteunion liegt und bei Vera Lengsfeld. Also das sind aber so die, ich habe mit diesen Leuten eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage und entscheidend ist ja für mich in dem Moment, dass ich dadurch, dass dieser Diskurs ja irgendwie da ist, dass es da einen Resonanzraum gibt, dass es überhaupt eine Ventilierung dieser entsprechenden Diskurse gibt, kann ich überhaupt erst einen Zugang zu diesen Leuten bekommen, den ich vielleicht mit anderen thematischen Schwerpunkten gar nicht bekommen würde bei diesen Leuten. Ja, ich verstehe das alles. Die Frage ist letztlich, deswegen meinte ich am Anfang, es geht nicht um meine Meinung eigentlich, wie ich das finde, sondern die Frage, was der Effekt ist. Wenn der Effekt, den du gerade beschrieben hast, eintritt, dass das sozusagen Leute dazu bringt, du sagst eben übrigens was Interessantes, dass die AfD diese Themen schon bespielt, aber man muss ja auch den normalen Bürger damit ansprechen. Das ist aber gerade das Problem, dass sozusagen es noch nicht die Rechten, die Konservativen schaffen, den Durchschnittsbürger. Natürlich, weil alles gegen uns ist klar, also es ist nicht 100% selbst verschuldet, aber das ist natürlich das, worauf man hinarbeiten muss, dass man dem normalen Bürger sozusagen, dem durchschnittlichen, der sich hiervon vielleicht angesprochen fühlen könnte, dass man dem vermittelt, ja, wir sind das. Das, was hier simuliert wird, diese konservative Opposition, das, was hier simuliert wird, das sind wir. Und das hier sehe ich sozusagen einerseits, dann könnte es sowas wie eine Brücke sein, dass Leute also dadurch hier dann politisiert werden, junge Leute. Ich glaube nicht, dass das stattfinden wird, aber es könnte sozusagen so sein. Es könnte aber eben auch so sein, dass es im selben Moment dann auch diesen rechten Rand markiert von dem Bereich dessen, was noch gerade irgendwie im Mainstream anerkannt ist, wo man sich also nicht schmutzig mitmacht, ja, wo man aber deswegen halt auch nicht wirklich in der Oppositionsrolle steht. Und jetzt mal kurz, weil du meintest Turning Point. Also hier, das war eigentlich bei mir eher die Brücke. Ja, viele haben das sozusagen gesehen, weil die Überschneidungen sind eindeutig. Also Turning Point USA, für alle, die es vielleicht nicht wissen, ist auch eine, glaube ich, von privaten, also Großspendern der Republikanischen Partei in den USA finanzierte Campus-Organisation unter der Leitung von Charlie Kirk.
Und der hat also nicht nur 200.000 Euro bekommen, sondern ich glaube 20 Millionen Dollar und hat wirklich ein großes sozusagen Ding auf Social Media und auch auf den Unicampussen aufgebaut und eigentlich hier dieses Konzept ein bisschen gefahren. So, ich will nicht sagen soft, aber ja, schon also diese angetäuschte sozusagen rechte Opposition. Und es hat sich halt immer wieder herausgestellt, dass auf diesen Veranstaltungen von Turning Point beispielsweise am Ende alle konservativen Standpunkte Schritt für Schritt fallen gelassen wurden. Also es wurde zum Beispiel dann für die Homo-Ehe, also für Gay Marriage, gerade in den USA sehr brisant, für weitere Kriegsinterventionen und für all sowas wurde Werbung gemacht. Und eigentlich hat man sich sozusagen vom Mainstream, von dem man sich irgendwie scheinbar abgrenzt, überhaupt nicht unterschieden, hat aber junge Leute, die sich vom Mainstream abgrenzen wollten, sozusagen vorgetäuscht, hier Opposition zu machen und sie wieder letztlich zum Mainstream zurückgeführt. Und das Ganze endete dann sozusagen in dieser Aktion hier oder in diesem Konzept, diesem Projekt, das hieß Gen Z GOP, also Generation Z GOP. GOP ist die republikanische Partei, ist ein Kürzel dafür. Und das war sozusagen so das original astroturfte Jugendprojekt. Ja, also das ist sozusagen wirklich dieses Gen Z GOP, soll die republikanische Partei erneuern, ist aber in Wirklichkeit tatsächlich eine fast wie eine linke NGO. Also die haben überhaupt gar keine konservativen Standpunkte mehr. Das ist wie eine Demokratie, es könnte auch von den Demokraten in den USA sein. Und das hat mich hier schon dieser Versuch, die Generation Z unzensiert, es kann natürlich auch wieder Zufall sein, ich glaube aber nicht, dass es ein Zufall ist. Ich glaube, es ist mehr oder weniger eindeutig davon inspiriert. Wo ich nicht sagen will, dass das unbedingt böse Absichten sind. Ich glaube, aus unserer Perspektive ist die einzige böse Absicht sozusagen wirklich, dass man hier AfD-Wähler zurück in die CDU holen will, weil man meint, die eigentliche, echte konservative Opposition jetzt dort zu haben. Aber die Funktion, die das hier haben könnte, wenn es erfolgreich wäre, wäre sozusagen tatsächlich der authentischen konservativen Bewegung, rechten Bewegung zu schaden, personell zu schaden, medial zu schaden, Gatekeeping, sie auch außen zu halten aus dem Diskurs, ist zu verunmöglichen, dass wir in den Mainstream-Diskurs reingehen und die Otto-Normalbürger ansprechen. Und aus diesem Grund sage ich nicht, ich sage gar nicht, dass das schlecht gemacht ist oder was auch immer. Ich sage nur, das ist ein potenzieller Gegner. Das sind Gegner für uns. Und als solche muss man sie behandeln. Und einen Gegner greift man sozusagen an, natürlich rhetorisch, diskursiv. Verstehst du, was ich meine? Ich will nur mal kurz, weil ich auf das Argument jetzt eigentlich warte. Wir haben ja eigentlich, im Grunde genommen war es ja schon damals mit dem IFS und der Sezession und später dann auch von der identitären, wir sind ja hier in einem Livestream von der IB. Jeder wird eine patriotische Jugendbewegung. Genau, der patriotischen Jugendbewegung. Genau, also jeder weiß hoffentlich, was ich meine. Wir wollen ja hier nicht gleich geblockt werden. Dieser Begriff der Metapolitik wurde über diese Organisation ja eingefügt und überhaupt erst einmal auch innerhalb des rechten Milieus salonfähig gemacht. Ja? Also ursprünglich, ganz frühen Ursprünge sind natürlich von Benoit, der sich damals mal die Gefängnishefte von Gramsci angefangen hat zu lesen und das eben auch in Publikationsformaten wiedergegeben hat. Und eigentlich alles, was ich auch früher so in meiner Anfangszeit über Metapolitik gelernt habe, spiegelt sich in diesen Formaten gewissermaßen als auch ein gewisser Erfolg wieder. Ja, ich bin insgesamt jetzt persönlich auch schon, also wenn ich das aus einem persönlichen Erfahrungskontext, seit vielen, vielen Jahren auch schon vor IB-Zeiten in rechten Kontexten und so aktiv gewesen. Und ich weiß ungefähr, wie das rechte Lager. Patriotischen Jugendbewegung, meinst du? Ja. Ich weiß, wie das Lager, das neue rechte Lager in den Jahren 2009, 2010 auch aufgestellt war. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, also einerseits nehme ich auch selbst persönlich schon wahr, dass die Bekämpfung der Rechten insgesamt deutlich intensiver geworden ist, deutlich härter und brutaler auch geworden ist insgesamt. Aber auf der anderen Seite nehme ich auch wahr, dass es überhaupt
also die solche Diskurse überhaupt gibt, ja, dass es sowas wie bei Bild TV wirklich kritische Standpunkte auch zur Migrationspolitik gibt, dass es bei The Republic überhaupt sowas wie diese Genderkritik und sowas gibt, das ist etwas völlig Neues, ja, also dass diesen wirklichen Metadiskurs, der halt auch einen Resonanzraum über die eigene Blase hinaus hat, den gab es zuvor nicht. Und insoweit muss man das doch einfach mal auch als metapolitischen Erfolg oder beziehungsweise auch ein metapolitisches Potenzial sehen, was dort einfach vorhanden ist, dass überhaupt dieser Diskurs ventiliert. Und das ist ja eigentlich mein Standpunkt. Ich will diese Diskursventilation, die halt in der Gesellschaft vorhanden ist, trennen von den Machern und der Intention, die diese Leute haben. Und die AfD oder ähnliche andere rechte Bewegungen oder so haben ja eigentlich den zentralen Auftrag, auf Grundlage dieser Diskursventilation da reinzustoßen und sich was daraus zu ziehen, ja, das zu nutzen als Legitimationsraum, als Verweis zu nutzen, als argumentative Stärkung, ein entsprechendes Agenda-Setting zu machen, ein Campaigning daraus zu entwickeln und nicht einmal zwangsläufig in der illusorischen Hoffnung, dass man doch vielleicht jetzt bei The Republic mal Alice Weidel ein Interview bekommt oder bei Bild TV irgendwie eingeladen wird, sondern zentral ist einfach diesen Raum, dieses Umfeld, dort einfach mal die Tür aufzumachen, auch von unserer rechten Seite und unserer rechten Bubble ausgehen und das Potenzial einfach darin auch zu erkennen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, den ich damit vermitteln möchte. Schau, wofür du, so wie ich das sehe, eigentlich plädierst, ist, das sagtest du ja, oder das deutete sich ja schon an, als du eben meintest, The Republic oder Bild TV, natürlich, weil es viel größer, auch viel besser, auch auf den deutschen Medienmarkt viel zielgerichteter angepasst ist, spricht sozusagen den Durchschnittsbürger an. Und was du eigentlich sagst, und das ist ja das Problem, die AfD spricht zum großen Teil noch nicht den Durchschnittsbürger an. Die AfD vertritt authentisch konservative Positionen, von denen sie eigentlich weiß, dass ein großer Teil der Durchschnittsbürger, wenn er sie auf einem freien, sozusagen ausgeglichenen Angebot der Ideen vorfinden würde und nicht vorgeframed als, das sind böse Nazi-Faschisten und so weiter und so fort, sondern dann würde ein großer Teil der Normalbürger sozusagen eigentlich mit diesen Ideen sympathisieren. Und du sagst, man muss letztlich auf irgendeine Art und Weise sie erreichen, man muss eben ja, sich quasi auch diskursiv an ihre Sprache, an das, was sie kennen, anpassen. Man muss auf sie zugehen, um sie sozusagen in der Mitte zu treffen und sie dann auch tatsächlich in den eigenen Bereich zu holen. Das ist immer so schön, wenn du das beschreibst, alle meine Standpunkte zusammenfassend. Aber ich glaube, jetzt kommt gleich mit Anlauf nochmal das große Aber. Das große Aber ist eben, dass ich glaube, dass The Republic genau die Funktion hat, das zu verhindern. Dass das sozusagen, weil es sieht so, und es könnte auch, oder Bild TV, lass es Bild TV sein. In dem Moment, weil es am Ende wieder diesen, und bei The Republic ist sehr eindeutig, weil sie nämlich diese CDU, also mit so, da ist schon auf der Startseite, ist so ein Artikel irgendwie, wo dann das Kreuz bei der CDU gemacht wird, auf dem Thumbnail. Ja. Oder auf dem Bild. Und bei Bild TV wird eben auch nicht die faire Darstellung von AfD-Positionen, weil eigentlich der Bild TV-Zuschauer, die Positionen, die eben vom Bild TV präsentiert werden, sind inhaltliche Themen, die der AfD entsprechen. Da bin ich ja vollkommen deiner Meinung. Aber am Ende des Tages wird sozusagen dann der Bild TV-Zuschauer wieder auf die CDU zurückverwiesen. Also was diese Formate machen, ist, sie unterbrechen diesen Zirkulationsstrom und sie stellen da sozusagen eine künstliche eine Trennung rein und leiten diesen Wind, der eigentlich zu uns weht oder wehen sollte, mein Greenscreen fadet die ganze Zeit über mein Gesicht, aber diesen Diskurswind, der eigentlich zu uns wehen sollte, leitet es wieder zurück. Es kann auch sein, dass es eben auch Leute anzieht und dann tatsächlich in unsere Richtung bringt, das will ich gar nicht verneinen, das findet statt, dass viele Leute sozusagen erstmal über vielleicht Werteunion oder so und dann sind sie davon enttäuscht und dann gucken sie noch, was gibt es denn dann noch. Aber ich glaube, dass es eben darauf abzielt, sonst würde man ja so ein Projekt gar nicht starten, man macht es ja nicht, um der AfD zu helfen, sondern es zielt eben darauf ab, dass man weiß, potenziell ein großer Teil der noch verbleibenden CDU-Wähler und auch schon der mittlerweile zur AfD übergelaufenen CDU-Wähler wünscht sich eine authentische, rechte, sprich konservative Opposition. Und wie behalten wir die dennoch bei der CDU?
Ja? Mhm. Weil wenn man das wirklich wäre, wenn man das wirklich wäre, hätte man ja gar nicht mehr, dann könnte man ja auch mit der AfD koalieren. Weil dann würde man ja sagen, okay, wir sind uns eh in sehr vielen Punkten einig. Aber das wird eben nie gemacht. Sondern man versucht ja eben hermetisch, das ist ja Gatekeeping, man wird hermetisch sozusagen die AfDler raushalten, zumindest die optischen AfDler und die, die sich gut präsentieren können, damit eben nicht die Zuschauer am Ende denken jetzt bei Bild TV, ah, will ich doch die AfD. Die sind ja gar nicht so schlimme, dumme Hassnazis, wie immer behauptet wird. Das findet ja eben nicht statt. Und deswegen, das sehe ich quasi als die Gefahr, die davon ausgeht. Ich sehe halt in diesem Teil tatsächlich eher die Gefahr, was nicht heißt, dass ich alles, was die sagen, machen, tun, an sich inhaltlich schlecht finde, sondern gerade, weil es auch teilweise auch gut gemacht sein kann, ist es gefährlich, meiner Meinung nach. Das ist, und da kommen wir dann eigentlich auch zum dem, was ich vorhin als so ein bisschen die Hauptfrage bezeichnet habe, ist das wirklich ein Risiko für die Rechte, das authentische rechte Milieu? Und da muss man eben auch, also sehe ich das ein bisschen gelassener auch weil viele jetzt eben geglaubt haben, The Republic ist jetzt irgendwie ein Indiz dafür, dass die CDU jetzt doch irgendwie ihr konservatives Profil wiedergewinnt. Also zunächst einmal muss man ja sagen, The Republic, als das Format gestartet ist, gab es ja etliche, hatten die ja auch als Testimonials etliche CDU-Politiker gehabt, die gesagt haben, hier, dass sie das Projekt unterstützen. Mhm. Unter anderem auch die ehemalige Digitalministerin oder die zumindest Digitalstaatssekretärin Dorothea Bär aus Bayern von der CSU. Da waren auch noch viele andere größere CDU-Namen aus der zweiten Reihe dabei gewesen. Und am Ende übrig geblieben ist eigentlich nur Wolfgang Bosbach, der eigentlich schon seit Jahren auch als so eine konservative Instanz noch in der CDU irgendwie gilt oder so zumindest sich inszeniert. Friedrich Merz bleibt da auch noch übrig, wobei sich Friedrich Merz selbst persönlich noch gar nicht zu diesem Projekt in irgendeiner Form geäußert hat. Mag jetzt nun taktisches Kalkül auch sein, weil vielleicht Friedrich Merz ja doch noch ein paar Optionen sich offen halten will für den künftigen Parteivorsitz, falls es denn zu einer Mitgliederabstimmung auch in der CDU kommen würde. Aber entscheidend ist ja auch das, wo ich halt sehe, dass diese Plattform natürlich, dass ich dir darin zustimme, dass sie diese Funktion ausführen wollen. Ja, also diese Barriere aufzubauen zwischen der AfD, diesem schmuddligen rechten Image und dem authentischen, schönen Konservatismus, den sie halt irgendwie versuchen zu repräsentieren und ob sie überhaupt diese Mauer hochgezogen bekommen, vor allem im derzeitigen Zustand der CDU, weil es ist derzeit, wenn man sich die CDU eben ansieht, relativ ausgeschlossen aus meiner Sicht, dass die CDU in der Gesamtpartei und im Machtzentrum vor allem, weil The Republic ist ja jetzt wirklich ganz, ganz, ganz weit in der Peripherie angesiedelt und wie gesagt, Wolfgang Bosbach ist halt auch schon ein paar Jährchen jetzt aus dem Bundestag raus, war jetzt eine Zeit lang Bild-Kolumnist gewesen, aber ansonsten spielt er in der Union nicht wirklich mehr eine große Rolle und auch das Netzwerk von ihm ist auch nicht mehr so stark, wie man das irgendwie vermutet und er ist halt der Einzige, der da irgendwie noch übrig bleibt. Und Friedrich Merz ist in der CDU, ja, mag an der Basis noch irgendwie eine gewisse Beliebtheit sein, aber ob er es tatsächlich auch schafft zum Parteivorsitzenden, halte ich für mehr als fraglich, wenn er denn überhaupt auch sich final entscheidet, dazu anzutreten. Ich meine, er hat ja zweimal die Wahl um den Parteivorsitz verloren, war im Team Laschet auch jetzt im Wahlkampf aktiv gewesen, war auch das prominenteste Gesicht, muss man dazu auch sagen, in dem gesamten Team. Und muss natürlich diese Niederlage auch irgendwie mitverarbeiten und auch sich dieser Niederlage irgendwie stellen. Also er ist einfach ein Loser in der CDU. Und auch wenn die Basis irgendwie viele ihn davon irgendwie doch noch zurückhaben wollen, vor allem gerade so die älteren Semester, die Rentner, die halt noch einen Friedrich Merz irgendwie kennen, weiß man auch nicht, ob er das wirklich schafft. Und was ich eigentlich damit ausdrücken will, ist, wenn du erstmal so einen Ventilationsstrom, um da in dem schönen Bild einmal zu bleiben, dieses konservativ-rechten Diskurses irgendwie in Gang setzt und dann meinst, diese Barriere hochzuziehen, dann ist eben die entscheidende Frage, wer schafft es, diesen einen politischen Willen zu organisieren, der diesen Strom irgendwie auch entsprechend abfangen kann. Und wenn der Wähler eben vor der Entscheidung steht, okay, wähle ich jetzt die CDU, wo ich eben überhaupt nicht weiß, was ich eigentlich da jetzt nun bekomme, weil diese Partei
kein konservatives Machtzentrum hat, sondern lediglich eine konservative Peripherie und stattdessen bei der AfD ganz genau weiß, da habe ich sowohl konservatives Machtzentrum als auch Peripherie und kann mich dann dafür entscheiden. Und auch wenn man glaubt, jetzt irgendwie die Bürger oder der Wähler wird jetzt irgendwie so sediert und so, ich glaube schon, dass auch die Ära Merkel gerade für viele Konservative dort in der CDU einiges kaputt gemacht hat. Und auch wenn man sich Statistiken anschaut und Studien zur Wählerschaft der CDU, wo teilweise nur 3% angeben, dass der wichtigste Wert für sie sei, dass die CDU konservativer wird. Und ansonsten stehen ja noch etliche Punkte darüber, die auch teilweise eher im linksliberalen Bereich zuzuordnen sind. Also die Wählerschaft der CDU ist allein schon ziemlich stark in die Mitte gewandert. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung hat auch vor kurzem selber gesagt, dass für jeden Wähler, den die CDU versucht, irgendwie rechts einzusammeln, verliert sie 4 Wähler an das linksliberale Milieu. Also diese Wählerschaft allein schon in der Union ist sehr stark mitgewandert auf diese Ebene. Deswegen halte ich es ja auch für eine gewisse Illusion, dass man glaubt, da würde jetzt irgendwie noch der große konservative Wählerblock bei der CDU liegen. Und stattdessen muss man sagen dann, dass solche Projekte wie The Republic und so versuchen irgendwie ihren Diskurs auf ein parteipolitisches Ziel, nämlich Stimmenmehrung der CDU, Werteunion und so weiter zu zielen, dann aber am Ende damit scheitern und in Zukunft lediglich Projekte bleiben werden, die erfreulicherweise meiner Meinung nach einen diskursiven Gegenentwurf innerhalb der Gesellschaft schaffen, einen Gegenresonanzraum, den aber die AfD für sich selbst organisatorisch nutzen muss und auch klug ausnutzen muss. Ich glaube halt, wenn in Umfragen, ja, wenn in Umfragen nur einstellige Prozentzahlen der CDU-Wähler sagen, die CDU sollte konservativ werden, daraus abzuleiten, dass nicht das große Mehrheit der Konservativen in diesem Land immer noch ein großer Teil der Konservativen in diesem Land immer noch sich unter den CDU-Wählern befindet. Also das daraus zu schließen, dass dem nicht so sei, halte ich für falsch, weil ich glaube, gerade weil sie noch CDU-Wähler sind, ist das der konservative Lebensentwurf ihrer Basis. Familie, ja, meistens im Vorort oder auch in einer Kleinstadt. Familie, Kinder, sichere Umstände, Sicherheit vor der Tür. Eigentlich der Kern ihres konservativen Lebensentwurfs ist noch nicht oder wird von ihnen noch nicht so sehr als gefährdet wahrgenommen, wie er es in unseren Augen ist. Und darum sind sie noch bei der CDU und darum haben sie eben auch nicht den Wunsch, dass die CDU konservativer wird, weil sie denken, das läuft eh schon. Das ist eh nicht so schlimm mit denen. Mit den Linken, mit der Massenmigration, mit der Energiewende. Da ist vielleicht manche Sachen ein bisschen falsch gemacht, aber im Großen und Ganzen vertrauen sie eben der CDU, dass sie ihren Lebensentwurf, ihre Lebensweise bewahren wird. Ich glaube, solche Wähler findest du sogar auch bei den SPD und sogar auch teilweise bei den Grünen, die also links reden, aber rechts leben. Und ich glaube, das habe ich gemeinsam mit den Machern von The Republic oder von Bild TV, weil ich erkenne natürlich, und ich glaube, das wird auch bei dir was drin sein, weil natürlich erkenne ich in dieser Seite etwas, was wesensverwandt ist irgendwo. Also da hat jemand eine ähnliche Perspektive auf die Welt. Abgesehen davon, dass er dann halt für die CDU Wahlkampf macht, das würde ich niemals machen. Aber er sieht ja, er spricht ja, du hast ja selber gesagt, Gender, Linksextremismus oder Krawallaktivismus und so weiter und so. Er spricht ja die richtigen Punkte an. Das heißt, die Leute, die das so sehen, ja, und die das dann so machen, die sich auch bei der Werteunion jetzt engagieren, die werden wahrscheinlich so wie wir davon ausgehen, dass zunehmend in den nächsten 10, 15 Jahren dieses konservative Lebensmodell zunehmend unter Druck gerät, zunehmend eigentlich gefährdet wird durch Zerfall der inneren Sicherheit, Zerfall der öffentlichen Infrastruktur, Überlastung des Staates, Überlastung des Sozialstaates, weitere Massenmigration und so weiter. Wir können die Punkte alle aufzählen. Und dass sie darauf spekulieren, dass es tatsächlich einen Rechtsruck geben wird und dass sie jetzt schon ein Netz bauen, um diesen Rechtsruck abzufangen. Ich glaube auch nicht, dass, also Bild TV ist das jetzt schon, glaube ich, ja, ist sozusagen ein Auffangbecken für eine nach rechts sich bewegenden Teil der Öffentlichkeit. Und ich glaube nicht, dass The Republic oder die dann darauf folgende Nachfolgerprojekte oder wie groß das Ding dann auch im Endeffekt werden soll. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt in absehbarer Zeit irgendwo wahlentscheidend ist, aber
Und du sagst ja gerade, du kommst sozusagen aus einer patriotischen Jugendbewegung. Aber viele von den Leuten, die eigentlich rechts sein sollten oder konservativ denken sollten, und also mit konservativ ist dann natürlich gemeint, konservativ im Sinne, wie wir konservativ sind, nämlich Rechte, die kommen nicht alle aus patriotischen Jugendbewegungen, sondern die kommen eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft. Und in dem Moment, und ich rede jetzt zum Beispiel von jungen, ja, lass es junge Studenten sein, junger Politikwissenschaftler, junger VWL-Student, ja, oder also Leute, die auch lesen, die auch international lesen, die das auch anspricht, dass dieses, dass das so auf amerikanisch gemacht ist und modern gemacht ist, das sind eigentlich Leute, die wir erreichen müssen. Die jungen Leute, das junge Potenzial, was da ist, was wir erreichen müssen. Ich glaube, das sollte abgefangen werden. Ich glaube, wenn der sich umguckt, wenn der vielleicht 23-jährige Politikstudent, der irgendwo konservativ ist, der aber nicht sein Leben zerstören will, indem er sich öffentlich zur AfD bekennt, wenn der jetzt merkt, oh, irgendwie, ich sehe da eine negative Entwicklung und ich muss dagegen was tun, dann wird er von The Republic aufgefangen. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Und deswegen glaube ich, wir können das nicht ignorieren. Es bringt auch nichts, da draußen stehen und faule Tomaten drauf zu werfen, weil es interessiert die sozusagen nicht, einfach zu sagen, ja, ich finde das schön. Sondern wie du gesagt hast, wenn das sozusagen sich als so, wenn das sozusagen einen Diskurs da dann konzentriert und auch gleichzeitig diese Gatekeeper-Funktion hat, müssen wir versuchen, durch dieses Gate dann irgendwie durchzubrechen. Natürlich wäre es ideal, wenn die uns einladen würden für Interview oder was, werden sie aber nicht tun. Das heißt, man muss dann sozusagen wirklich auch sich nach denen richten. Und immer, wenn die ein Thema bespielen, wenn die eine Agenda setten, muss man da sein und sagen, ja, wir machen auch dieselbe Agenda, aber wir machen sie authentisch, wir machen sie nämlich wirklich und reden nicht nur darüber. Und das ist auch die Art und Weise, wie Turning Point USA in den letzten Jahren in den USA, und dann bin ich auch gleich fertig mit meinem Redeschwall, aber das ist die Art und Weise, wie Turning Point USA eigentlich von wirklichen konservativen Kräften, beispielsweise America First, platt gemacht wurde, indem sie jedes Thema, was Turning Point anspricht, sie sind immer hingegangen zu den Turning Point-Veranstaltungen und haben halt Fragen gestellt, okay, ihr sagt, ihr seid für traditionelle Werte, ihr seid christlich, warum promotet ihr denn dann trotzdem Homo-Ehe? Ihr sagt, ihr seid national-konservativ, warum seid ihr denn dann für interventionistische Kriege? Und so weiter und so fort. Dass man sozusagen in jedem Punkt, jedes Thema, das ihr auf die Karte setzt, dankend annimmt, den Ball annimmt, aber immer zeigt, sie sind inauthentisch und wir sind genau das, was sie behaupten zu sein, aber in aller Konsequenz. Und ich glaube, das ist die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Oder zumindest eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann, falls man es nicht schafft, sich irgendwie auf eine andere Art und Weise an diesem Gatekeeper vorbeizukommen. Ja, naja, also die andere Art und Weise, wie man an Gatekeepern jetzt irgendwie vorbeikommt, wobei man da irgendwie sagen muss, dieser Begriff Gatekeeper, der ist halt auch schon in der Ebene, dass das wirklich irgendwie das, was The Republic und Bild TV ausstrahlen, dass das irgendwie ein abgeschlossener Raum sei, der zu dem die AfD und andere Kräfte aus unserem Lager jetzt keinen Zugang finden könnten. Und mit Zugang meine ich jetzt nicht explizit, dass wir jetzt mit denen irgendwie Medienkooperationen oder irgendwie Hintergrundgespräche auf journalistischer Ebene oder sowas führen, sondern der Zugang ist einfach die Themen, die Botschaften, die von denen nach außen gesendet werden, dass die AfD genau diese Themen irgendwie auch für sich als Legitimationsgrundlage irgendwo nutzen kann. Und die entscheidende Frage, die werden wir jetzt, auch weil die Zeit ein bisschen vorangeschritten ist und wir uns auch so eine Stunde als ungefähre Zielmarke gesetzt haben, wenn es jetzt 5 Minuten drüber ist, auch nicht schlimm. Die entscheidende Frage ist, wenn wir da so ein bisschen auch in internationale Perspektiven hineinschauen, weil da gibt es eigentlich noch nicht wirklich aus meiner Sicht irgendwo, ich hatte mir auch so ein bisschen das Argument vorbereitet, dass du das vielleicht nochmal anbringst, beispielsweise die Lage in Österreich, wo auch Sebastian Kurz ja 2017 mit der Nationalratswahl einen im Grunde genommen FPÖ-Wahlkampf geführt hat, von seinen thematischen Schwerpunktsetzungen. Auch heute Sebastian Kurz als so ein Mann gilt, der viele konservative Themen und Schwerpunkte irgendwie versucht, in seine Politik reinzubringen. Wenn wir jetzt nun das Phänomen Trump irgendwie auch bedenken und auch vieles andere. Oftmals kann man das noch gar nicht so wirklich identifizieren, weil diese Parteien und auch die rechten Bewegungen in Europa, die halt auch wirklich Gestaltungsmacht irgendwo hatten, sind meistens immer an irgendwelchen Einzelpersonen gescheitert. Es ist aber weitestgehend, glaube ich, aus meiner Sicht noch nie wirklich daran gescheitert, dass es irgendwo so ein konservatives Surrogat gab, was die Bürger sediert hat
und sie dann eben ihre Wahlentscheidung woanders dann tatsächlich wieder getroffen haben. Und wir müssen, also diese Gatekeeper-Funktion kann man einerseits umgehen, indem man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt unser eigenes Republic aufbauen, unser eigenes Bild-TV und so weiter. Und da bin ich auch schwer dafür, dass das auch als Appell irgendwie verstanden wird für die AfD, eigene Medienkanäle zu schaffen, auch in dem vorpolitischen Umfeld. Aber man muss ja gleichzeitig sehen, mit einem Bild-TV kann die Rechte derzeit definitiv nicht konkurrieren. Allein schon vor dem Hintergrund, dass wir jetzt mit der Thematik Russia Today gesehen haben, dass du kannst noch so viel Kohle haben, ja, du kannst jetzt irgendwie, dass jetzt doch der rechte Soros nach Europa kommt und uns jetzt irgendwie ein paar Millionen und Milliarden irgendwie in den Arsch bläst und wir dann das wirklich rechte Bild-TV irgendwie aufbauen können. Ich glaube, diese Illusion, von daher muss man sich jetzt in der aktuellen Machtkonfiguration, in der wir leben, irgendwie verabschieden. Also dieses irgendwie alles autark und selber machen, funktioniert in der aktuellen Machtebene überhaupt nicht. Und deswegen, glaube ich, muss man solche Formate wie The Republic, Bild-TV, man muss, wie du richtig sagst, und da sind wir, denke ich mal, völlig d'accord, ihre Inauthentizität definitiv angreifen und man muss da auch ihren Lösungs-, also sich als Problemlöser darstellen, weil das Entscheidende, was ich eben auch sehe, der moderne heutige Konservatismus, zumindest von CDU und FDP und Werteunion und so weiter betrieben, dadurch, dass sie halt auch so passiv und defensiv einfach geworden sind, können sie kein eigenes wirkliches Idealbild ihrer Gesellschaft mehr skizzieren. Also sie können gar nicht mehr wirklich kennzeichnen, was sind eigentlich die konservativen Werte, die uns heute irgendwie prägen, die irgendwie was ausmachen, was sind die politischen Leitmotive, die halt einen heutigen Konservatismus irgendwie prägen. Und deswegen sieht man auch eben bei The Republic, es ist hauptsächlich alles auf einen dagegen ausgerichtet, ja, gegen die Krawallaktivisten. Bei Bild-TV genauso. Man sieht da halt in erster Linie wirklich immer eine Kritik, aber nie ein etwas Konstruktives, was dem entgegengesetzt wird. Und in dieses Vakuum eines konstruktiven, konservativen Gegenentwurfes unserer heutigen Gesellschaft, also wie sieht unsere Gesellschaft irgendwie in 20, 25 Jahren in einem konservativen Leitmotiv aus? Das können diese Leute derzeit überhaupt nicht formulieren, weil der Konservatismus auf dieser Ebene von CDU und Co. weitestgehend inhaltlich ausgehöhlt ist und völlig wertlos auch einfach geworden ist. Und auf der Ebene sehe ich dann diese Projekte als einen guten Stimmungsmacher, den man auch aufgreifen muss. Und in all diesen Fragen, was diese Leute kritisieren, muss die AfD hineinstoßen und das eben als Problemlöserpartei, wo ich wirklich eine entscheidende strategische Stoßrichtung auch für die Partei die nächsten Jahre sehe, wirklich in dieser fachlichen Profilierung dort eben das aufgreifen. Also ich meine, da werden wir uns, glaube ich, einig, weil das ist ja ungefähr das, was ich gerade sagte, ja, dass man quasi, wie du es gesagt hast, The Republic und Bild-TV zeigt Probleme auf, die aber eben die CDU, für die sie dann am Ende werben, nicht lösen wird, sondern die CDU hat sie verursacht. Und die AfD kann sie lösen. Und man muss natürlich das immer aufgreifen. Man darf sich da nicht verweigern und sagen, nee, wenn The Republic jetzt über Gender redet, dann reden wir da nicht mehr drüber, weil wir wollen ja nicht dasselbe machen wie die. Quatsch, natürlich. Aber man muss eben, wie du auch gesagt hast, eben zeigen, wir sind diejenigen, die dieses Problem wirklich lösen können, weil unsere Opposition dagegen halt authentisch ist und wir auch ein nicht nur reaktiv sind. Also nicht einfach nur sagen, wir finden das schlecht, sondern wir haben etwas anderes, etwas Besseres und eben auch einen besseren Umgang damit. Absolut. Dann sagst du eben noch, und ich glaube, unsere Perspektiven unterscheiden sich sozusagen eigentlich wesentlich in dem Grad, wie wir das sozusagen machen wollen oder in der vielleicht, wie polemisch wir das machen wollen. Vielleicht ist das wirklich, weil der Umgang, der uns vorschwebt, damit ist, glaube ich, ungefähr gleich. Nur mein Ton war jetzt und meine Art und Weise, darüber zu reden und das darzustellen und eigentlich dieses zu vermitteln, dass, ja, die reden schon über die richtigen Themen, aber wir sind die, die sie am Ende quasi diese Probleme angehen können.
das sozusagen muss man natürlich auch in verschiedenen Lautstärken und auf verschiedenen Ebenen der Polemik, ja, vortragen, vorbringen. Und ich glaube, da ergänzt sich das dann, unsere unterschiedlichen Standpunkte. Aber du sagtest das ja selber. Ja, klar, diese konservativen Surrogate, die haben nirgendwo Wahlsiege dann letztlich von Rechten aufgehalten. Also zum Beispiel Turning Point USA hat auf eine ganz, ganz massive Weise eigentlich Donald Trump vorweggenommen. Turning Point gibt es, glaube ich, seit 2012. Und die haben schon eine konservative Stimmung aufgebaut und haben genau das gemacht, eigentlich Themen aufgesetzt. Sarrazin-Debatte in Deutschland. Absolut, absolut. Hat ja auch nicht der SPD geholfen. Ne? Eben, also. Eben. Ja, wobei da Sarrazin, würde ich sagen, nochmal wahrscheinlich deutlich. Ich glaube nicht, dass The Republic mit Sarrazin reden wird. Ich glaube, der ist denen zu rechts. aber dann werden wir sehen. Auch Bild TV, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, vielleicht haben die schon mit dem geredet. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also Hans-Georg Maaßen hatte vor kurzem eine Polnis-Diskussion mit Sarrazin gehabt. Mit Sarrazin. Immerhin, also genau, dann da gibt es dann tatsächlich eben diese Verbindung und ganz klar, jemand wie in den USA ist immer das Beispiel, weil da ähnliche Entwicklungen 10 Jahren Vorlauf schon stattgefunden haben. Jemand wie Ted Cruz, Sachen wie Turning Point USA, haben so ein Phänomen wie Trump dann überhaupt erst möglich gemacht, haben aber auch im Nachhinein eigentlich dazu geführt, dass dieses Phänomen immer auf sehr wackeligen Beinen stand, weil die Leute sozusagen auch, die Leute, die diese Stimmung ursprünglich mal gemacht haben, auf der dann Trump aufgebaut hat, die waren nie loyal gegenüber Trump, sondern waren immer noch loyal dem republikanischen Establishment gegenüber und sind es jetzt auch weiterhin. Und wenn sozusagen jetzt sich irgendwie wenn jetzt wirklich dazu führen sollte, ja. Wie stand Turning Point, wenn es die schon seit 2012 gibt, weißt du das vielleicht zu der Person Bannon und Breitbart? Ja, also da weiß ich jetzt, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich glaube sozusagen, alles, was rechts von Turning Point ist, wird von Turning Point gecancelt. Das ist das Prinzip, dass sie quasi die Ted Cruz-Vorfeldorganisation waren. Ja, und alles, was rechts von ihnen ist, wird gecancelt, weil sie sind sozusagen die einzigen, sie sehen sich als den rechten Rand, wo hinter es nichts geben darf. Alles, was dahinter ist, sagen sie dann selber, sie reden dann wie die Antifa. Das sind Fascists, das sind Identitarians, das sind White Supremacists, Alt-Right und das ganze Gelaber, was wir in Deutschland 1:1 kennen, das sind Nazis, das sind Faschisten, Rassisten und so weiter und so fort. Ne? Also es ist sozusagen dasselbe Game und wir werden sehen, wie diese Medien dann wirklich darauf reagieren, wenn beispielsweise mal ein wirklich populistisch erfolgreicher AfD-Politiker oder ein rechter Politiker mal auftreten sollte, der rechts von der CDU steht, wie sie dann darauf reagieren. Und selbst wenn das, was Sie jetzt machen, später mal am AfD-Wahlsieg beispielsweise Vorarbeit leistet, werden Sie ja niemals der AfD loyal gegenüber sein, weil Sie sind Kinder des CDU-Establishments, also eigentlich des bundesrepublikanischen, restkonservativen bundesrepublikanischen Establishments und werden auch immer auf dieser Position stehen bleiben. Ne? Ich finde es aber, wie du eigentlich sagst, wofür du ja plädierst, ist, dass man da nicht eine Anti-Haltung hat, sagt, das ist ja eh Schrott, weil das ist ja nur liberal-konservatives Turning Point Germany, ja, sondern dass man das mit Interesse, Aufmerksamkeit und vor allem auch Wachsamkeit verfolgt und auch sich denkt, wo kann ich von denen lernen, wo können wir darauf aufbauen, wo können wir Diskurslücken, die öffnen, für uns nutzen, um sozusagen da reinzustoßen, sagtest du ja, und uns als die tatsächlichen konservativen rechten Problemlöser dann auch vorzustellen, vor dem Hintergrund dieser Probleme. Und da bin ich vollkommen deiner Meinung. Und ich denke, das ist der richtige Umgang. Wie er dann im Ton, in der Aggressivität oder Defensivität, in der Polemik oder im eher abwartenden, seichten, leisen Kritik, wie sich das dann konkret auszeichnen wird, wie sich das materialisieren wird und was davon Erfolg haben kann, wird abzuwarten sein. Ebenso wie sich diese neuen halbrechten Medien von sich aus entwickeln. Das heißt, ich bin da auch gespannt und ich habe mich tatsächlich auch gefreut, dass ich davon gehört habe, weil ich freue mich auch über jede Veränderung im Diskurs. Ja, ja. Ja, genau. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, weil du es noch mal angesprochen hast, dass diese Plattformen nie jetzt wirklich eine loyale Beziehung zur AfD oder Ähnliches aufbauen werden. Das sehe ich völlig genauso, ja, aber ich versuche halt so das, was wir unter dem Begriff Metapolitik auch gewissermaßen irgendwie verstehen und auch was, wenn wir jetzt mal wirklich ernsthaft über AfD-Machtoptionen oder sowas in Zukunft mal sprechen wollen, dann ist das ja im Grunde genommen nur eine kernsanierte CDU, die einerseits ihr Personal einmal vollständig ausgetauscht hat und dann auf eine wirklich rein organisatorischen und pragmatischen Linie eventuell mal
irgendwo in den ersten Bundesländern auch Koalitionen mit der AfD eingehen wird. Oder die AfD dann eben mit der CDU als Seniorpartner logischerweise. Und oder in manchen Bundesländern auch andersherum. Ja, das ist völlig leicht. Das sind aber alle strategische Fragen, die dann die AfD erstmal für sich beantworten muss und die halt auch geklärt werden müssen. Aber am Ende ist ja eine Entwicklung, die auch nicht vielleicht unmittelbar auf das Konto der AfD einzahlt, die aber trotzdem diese Diskursventilation auch aufrechterhält und weiterhin auch zirkuliert und auch einen Gegenresonanzraum zum woken Linken jetzt irgendwie auch heute darstellt, ist ja erstmal begrüßenswert und ist aus meiner Sicht auch wie aus dem Schulbuch der Metapolitik genau das, wo man jetzt irgendwie auch aufsteigen muss und das aufgreifen muss, wenn man irgendwie was erreichen will. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt jedes einzelne Prinzip jetzt auch von der, ich habe ja auch viele weltanschauliche Differenzen logischerweise, ja, also jetzt so diese klassische Westbindung, ja, und auch, also nicht nur klassisch, sondern so schon sehr pathetisch auch angelehnt, dann so dieses, Migranten sind ja auch irgendwie alle ganz toll, wenn sie nur ihre Steuern zahlen und so, und auch so diese Bezugnahme auf das Grundgesetz als so eine Art religiöses Buch, das ist auch alles, wo ich eine klare Differenz habe, aber hier geht es wirklich und das ist für mich zumindest und auch für den Feldzug-Blog, so haben wir auch, sag ich mal, unser Modell irgendwie aufgestellt, wir machen keine weltanschauliche Theoriearbeit, keine Theoriebildung, dafür ist ja die Gegenuni zum Beispiel oder auch das Konfliktmagazin deutlich vorbildlicher, bin ich aber auch zumindest bei der Gegenuni hier und da ein bisschen damit eingebunden, sondern uns geht es darum, dass wir die Lage analysieren, schauen, wo ist was möglich und daraus ableitend versuchen, Skizzen zu entwerfen, wie man maximalen politischen Erfolg aus bestimmten Ereignissen und Situationen irgendwie schlagen kann, die gerade den politischen Diskurs irgendwie bestimmen. Und um diesen maximalen politischen Erfolg geht es hier in der Form, und da braucht man auch nicht jetzt irgendwie so eine, also ich kritisiere dich damit gar nicht, aber ich möchte nochmal so an den einen oder anderen das vielleicht appellieren, da geht es nicht um eine weltanschauliche Ästhetik, da geht es jetzt auch nicht um so eine, ja, ideologische Fetischisierung oder sonst was, das will ich auch damit gar nicht abwerten, ich habe da ja auch einen klaren Kompass und einen klaren Standpunkt, sondern es geht darum zu gucken, wie ist die Gesellschaft organisiert, wie sind die Lagerbildungen und was ist eben machbar. Und das ist eigentlich auch am Ende Politik, ja. Also Franz Müntefering hat mal gesagt von der SPD, Politik ist zu 95% Organisation, der Rest ist Theoriebildung, ist irgendwie fachliche Politik und das ist irgendwie alles so das Fundament. Recht zu haben, vom Recht haben werden wir nicht gewinnen. So, ja, wir müssen genau das machen, was du sagst. Wir müssen daran anknüpfen, was passiert. Ja. Genau, du hast es richtig damit gesagt. Ich würde, weil wir jetzt die Stunde auch mit 7 Minuten auch schon überschritten haben, alles noch im Rahmen, ist das ein wunderbares Schlusswort. Wenn du jetzt nicht noch was ganz Konkretes anfügen willst, dann würde ich den Stream jetzt auch hiermit ausklingen lassen und beenden wollen. Ich bedanke mich auch beim Kommentariat, waren auch einige schöne Beiträge da gewesen. Wir werden jetzt diese Folge auch gleich online behalten. Werden vielleicht noch mal kurz was schneiden oder so, das werden wir gleich schauen. Ansonsten bedanke ich mich soweit bei allen, bedanke mich vor allem sehr für Erik, bei Erik für seine Zeit am späten Dienstagabend und ja, hoffe, vielleicht werden wir auch entweder mal wieder im Konflikt-Podcast oder auch hier bei uns im Feldzug-Podcast mal wieder die Ehre haben und ich werde mich dann soweit verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, je nachdem, ob wir dann ein Debattenformat haben oder einen normalen Feldzug-Podcast. Macht's gut, bis dann. Bis dann.